So einen wunderschönen guten Abend zusammen. Freue mich, dass ihr alle schon da seid und dass wir uns heute Abend hier, diesem schönen verschneiten Sonntag, zumindest in Bayern, zu einem kurzen Wochenausblick hier zusammentun. Der Siegfried hat mir schon ein Feedback geschickt, das freut mich natürlich. Siegfried hat geschrieben: Hallo Christian, einwandfrei. Jetzt hoffe ich natürlich auch noch, da das ja im Grunde genommen schon kam, bevor ich was gesagt habe, dass ihr mich an dieser Stelle jetzt auch ordnungsgemäß hören könnt. Wenn dem so ist, schreibt mir das bitte, beziehungsweise auch natürlich Siegfried, nochmal kurz in den Chat rein. Christina hat schon geschrieben, alles okay. Das freut mich natürlich, dass ihr mich sozusagen jetzt sowohl sehen könnt, beziehungsweise im Bildschirm sehen könnt, als auch natürlich hören könnt. Und dann ist auch gleich die Frage da nach der Aufzeichnung. Wie immer, ganz klar, gibt es auch die Aufzeichnung. Wer noch nie dabei war, tradingstars.de, Rechtsklick einmal hier oben, beziehungsweise Entschuldigung, Linksklick einmal hier oben auf diesen YouTube-Button und dann dementsprechend kurz hier den Kanal abonnieren. Dann findet ihr hier die neuesten Videos. Ich habe gerade hier von meinem Kollegen Tristan Budach das Video hochgeladen, Markttechnik-Wochenausblick. Der hat also heute auch schon einen kurzen Wochenausblick gemacht, paar Minuten lang über die verschiedenen ja, Basiswerte, die ihn interessieren und eben aus Sicht der Markttechnik, also der sogenannten DAO-Theorie und dementsprechend, wer sich das anschauen möchte, der findet das alles hier in meinem YouTube-Channel. Für die meisten wird er aber sicherlich bekannt sein. Ja, dann schauen wir mal. Siegfried schreibt: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und das heißt, Siegfried hört mich, das freut mich natürlich, dass du diesmal dabei sein kannst. Siegfried hat das letzte Mal zum Jahresausblick ja technische Schwierigkeiten gehabt. Ich nehme an, dass das an der Aktualisierung lag vom Flash Player. Wenn das jetzt funktioniert, umso besser. Jahresausblick ist natürlich auch hier zu finden. Dann im YouTube-Channel hat schon 100 Aufrufe, von daher denke ich auch ganz interessant geworden, wenn man einfach mal so ein bisschen über den Tellerrand blickt. Für die Trader eher langweilig, weil natürlich im Jahresausblick geht es jetzt nicht um Trading, sondern da geht es im Grunde genommen einfach nur darum, wie man die Märkte so ganz grob ja, abonnieren kann, beziehungsweise ja, ausblicken kann und dann einfach so eine grobe Laufrichtung mal für die Jahreszeiten hat, beziehungsweise eben sich hier so einen Fahrplan in die Charts reinmalen kann und das macht ja durchaus auch Sinn. Von daher, wenn es noch interessiert, wer es noch nicht gesehen hat, einmal kurz in das Video gucken. Ansonsten werden wir heute Abend natürlich zum einen kurz auf die Termine schauen, die jetzt anstehen für die kommende Handelswoche und dann ganz einfach hier Arbeit verrichten. Und Arbeit verrichten bedeutet, wir werden einfach gemeinsam hier unsere Trading Matrix bestücken. Das heißt, wir schauen uns die Multi-Timeframe-Analyse ganz klassisch an, langfristige Chartbilder dann bis hin zu den kurzfristigen Zeitebenen und dementsprechend einfach wirklich uns kurz hier durchackern, prüfen, welche Währungspaare, welche Basiswerte sind interessant und dementsprechend überhaupt als Trading-Idee oder Trading-Kandidat dann am Montag, Dienstag überhaupt auf der Watchlist unsererseits zu finden. Ich finde das Sonntagabend immer ganz schön, wenn man sich auf die Woche vorbereitet, weil man dann einfach unter der Woche natürlich hier etwas entspannter auch traden kann und dann auch weiß, ja, im Moment brauche ich vielleicht viele Basiswerte mir gar nicht angucken. Die würden vielleicht gar nicht unbedingt die besten Trades davon ausgehen. Und dementsprechend habe ich die Trading Matrix, wer sie kennt, sogar noch ein bisschen erweitert. Ich habe hier nochmal bei den Forex-Brokern zumindest hier die Swap-Kosten mal mit eingepflegt. Was heißt das? Das, was wir über Nacht finanzieren müssen, über Nacht halten müssen an Positionen, wird uns ja meistens berechnet, beziehungsweise wir kriegen sogar was vergütet, wenn das Zinsniveau im Land, in dem wir sozusagen unser Geld anlegen, höher ist. Und dementsprechend ist es für langfristige Trades recht interessant, wenn man diese Swap-Kosten so ein bisschen im Blick hat, weil wir haben ja festgestellt hier, gibt es eben Broker bei dieser Position, zum Beispiel Euro, Austral, Dollar, das sind dreimal 0,01 Lot, bekomme ich für wenige Tage sogar ja, Geld hinzu. Das bedeutet, ich komme jede Nacht, in der ich die Position halte, auf der Short-Seite hier ein paar Cent gutgeschrieben. Und das ist natürlich auf Dauer gar nicht so uninteressant. Und es gibt ja auch sogenannte Carry-Trading-Ansätze. Das bedeutet einfach, dass man eben ja, darauf aus ist, eben diese Zinsunterschiede auszunutzen und dann eben nur in diese Position auch tradet, wo man eben vom Broker noch was dazu bekommt. Und da ist ganz, ganz wichtig, dass man ja, einen einigermaßen ordentlichen Broker hat, weil es gibt auch Klitschen auf Deutsch gesagt, die eben sowohl auf der Long-Seite als auch auf der Short-Seite euch was abziehen. Das heißt, manchmal kommt das übrigens auch bei guten Brokern zustande. Warum? Wenn die Zinsen relativ gering sind,
Da wird meistens, die Orientierung ist an Zinssätzen wie dem LIBOR-Satz, wird meistens noch was abgezogen vom Broker. Und wenn die Zinsen sehr, sehr wenig sind und von wenig wird noch was abgezogen, dann wird das eben irgendwann negativ. Und dementsprechend kann es passieren, dass man auf Long und Short einen kleinen Betrag bezahlen muss. Das sind aber Beträge hier, und das ist relativ kompliziert, das überhaupt auszurechnen. Und da müsste man vielleicht nochmal ein Webinar dazu machen, die sich in der Summe über die Zeit erst rechnen. Ihr findet das übrigens raus, wenn ihr bei eurem Broker im MT4 schaut und auf die Symbolliste klickt, dann Rechtsklick und auf Spezifikation. Und dann findet ihr hier so ein kleines Feld, da ist hier unten dann das Swap. Swap in Punkten, Swap Long bedeutet, das zahle ich für Long-Positionen länger als 23 Uhr im Depot und das zahle ich für Short-Positionen länger als 23 Uhr im Depot. Und diese Zahlen auszuwerten bzw. erstmal zu begreifen, ist leider ehrlich gesagt relativ komplex. Wir nehmen mal das Beispiel Euro Out, wo ich es gerade eben hier gezeigt hatte. Ich habe die Position jetzt noch gar nicht so lange. Ich habe die gekauft letzte Woche am 10. Das heißt, das sind 2, 3 Handelstage und man bekommt tatsächlich für kleine Positionen auch schon ein bisschen Geld. Und das ist durchaus interessant. Wir sehen hier, der Swap Long, der kostet uns Geld und wenn man eben Short geht, dann bekommt man jede Nacht Geld. Und das ist gar nicht uninteressant. Das umzurechnen ist relativ schwierig. Das bedeutet hier diese Zahlen, diese 89 Cent hier unten beispielsweise bedeuten, für einen Lot, für eine Woche sind das sozusagen eben 88,90 US-Dollar. Dann könnte man das jetzt wieder durch 5 teilen, dann hat man das nämlich für jeden Tag. Und so kommt das eben so dann grob zustande. Und für einen Mikrolot sind es dann eben nur noch um die 9 Cent pro Tag. Also machen wir vielleicht nochmal ein Webinar dazu, wenn euch das interessiert. Weiß ich jetzt nicht, schreibt es mir einfach in den Chat. Wenn ihr sagt, Carry Trading und Swap-Kosten interessiert euch, dann bitte kurze Wortmeldung. Dann machen wir da mal was dazu. Ansonsten seht ihr schon, ich habe das jetzt auch mal mit als ja, Kondition für das Trading hier mit aufgenommen. Das heißt, ich möchte nicht unbedingt bei einem Broker auf der falschen Seite handeln, wo eben diese Zahlen sehr, sehr groß sind. Und dementsprechend habe ich das auch mit unseren Farben klassifiziert. Heißt, alles bis 0,5 ist gelb, ist uninteressant, weil das ist dann ja sehr, sehr wenig. Und alles über 0,5 beziehungsweise alles positiv ist hier so mal grün gekennzeichnet, weil dann kriege ich sozusagen noch ein kleines Bonbon dazu, wenn ich in die Richtung trade. Und dementsprechend wollen wir einfach auch mal ein bisschen versuchen, zumindest einen Blick darauf zu haben, dass wir eben hier nicht im Euro-US-Dollar zum Beispiel long gehen bei Active Trades. Das würde wenig Sinn machen. Es gibt Broker generell zwei Klassifizierungen, eigentlich drei. Es gibt die Glitchen-Broker, die auf beiden Seiten nur abkassieren. Dann gibt es Broker, die haben die Swap-Kosten sehr moderat. Ihr seht das hier bei Fibo beispielsweise. Ist halt für mich interessanter, wenn ich auf beiden Richtungen aktiv sein möchte, mal die Position über Nacht halten möchte, wenn das eben nicht jetzt horrende Summen sind. Bei Active Trades ist halt interessanter für die Leute, die eben sowas mit einberechnenden Carry Trades eben gehen, weil es dann natürlich auch da, wo es mehr kostet, etwas mehr gibt. Ihr seht also, die Unterschiede sind hier deutlich zu sehen und dementsprechend also ein bisschen auch aus meiner Sicht zumindest beachtenswert das Ganze. Da muss man eben schauen, was einem liegt, wie man selber handelt und dann muss man sich eben dazu einen passenden Broker suchen. Übersicht nochmal zu diesem ganzen nervigen Thema Swap-Kosten hier auf unserer brokerstars.de Seite dann auch nochmal hier die Information zu den Basiswerten im Einzelnen. Und da muss man jetzt dazu sagen, ist es auch wieder so, dass wir eben verschiedene Broker haben, die nicht nur ein Depot haben, nicht nur eine Kontoart haben. Da gibt es wieder welche, die haben Fixed-Depots, die haben No-Dealing-Desk-Depots und so weiter und so fort. Also auch hier nochmal Unterschiede. Wenn jemand beim Broker noch so ein bisschen Bauchschmerzen hat oder nicht genau weiß, was jetzt zu ihm passt, Demokonten ausprobieren, aber auch da habe ich festgestellt, das stimmt nicht immer mit dem echten Depot überein. Gerade auch bei den Swap-Kosten übrigens ist leider so, dass da viele betrügen. Notfalls schreibt uns mal eine kurze E-Mail, dann was ihr gerade tradet und mit welchem Broker, da kann man sich das vielleicht auch mal anschauen. Ja, ansonsten habe ich auf unserer Homepage ein neues Tool eingebaut. Und das findet ihr auf tradingstars.de hier rechts oben unter Wirtschaftstermine. Was ich vergessen habe zu sagen, ist natürlich, wenn ihr Fragen habt, dann bitte raus damit. Also immer quer reinschießen über die Chatfunktion und dann werde ich immer gleich, wenn es zum Thema passt, euch bedienen. Ansonsten, wenn jemand einen Basiswert hat, den er selber gerade interessant findet, der dann auch bitte natürlich raus damit in den Chat, dass wir hier sozusagen das nicht verpassen, auch für die anderen. Ja, im Bereich Wirtschaftstermine eine relativ schöne Lösung aus meiner Sicht. Deswegen habe ich es auch eingebaut, weil ihr könnt hier in diesem Konstrukt, in diesem Widget auswählen, einmal
nach Impact. Das heißt, wie groß ist der Einfluss auf den Markt, beziehungsweise was wird erwartet? Und für einen Wochenausblick mache ich es dann so, ich nehme mir die kleineren Impacts hier raus, lasse die Basiswerte alle gleich und dann schaue ich mir sozusagen einfach nur an, was in den nächsten Tagen sehr, sehr großen Einfluss auf die einzelnen Volkswirtschaften haben wird und dementsprechend haben wir einen relativ schnellen Überblick. Und da geht es jetzt los hier mit dem 18. Januar erst. Das bedeutet, wir haben am Montag, Dienstag erstmal keine großartigen Termine an der Börse, zumindest was jetzt übergeordnete Sicht angeht. Montag ist es übrigens auch so, dass in den Vereinigten Staaten die Rohstoffbörsen zu haben und dementsprechend da beispielsweise in Gold vielleicht etwas weniger los sein wird. Das interessiert uns aber jetzt weniger. Diese Informationen bekommt ihr übrigens, wenn ihr No Impact auch noch mit reinnehmt. Dann kommen auch noch solche Feiertage mit dazu. Also vielleicht auch noch gar nicht so blöde. Jedenfalls ist es so, dass es dann am 18. hier losgeht, am Mittwoch. Und das ist auch unsere Zeit hier, 14:30 Uhr. Also eine Stunde bevor die Wall Street eröffnet, ist das sozusagen ganz interessant, dass man eben sich hier durchklicken kann durch die einzelnen Termine. Und dann sehen wir hier also das, was uns interessiert. Nutzt diese Informationen, wenn möglich, dann natürlich auch aus über die Woche. Was auch interessant ist für die Forex Trader Bank of Canada am 18. um 16 Uhr mit einer Zinsentscheidung. Das heißt hier natürlich unbedingt im Blick US-Dollar gegen kanadische Dollar. Das werden wir dann auf jeden Fall hier am Mittwoch auf dem Schirm haben. Ansonsten natürlich auch hier wieder. Dann die Federal Reserve, 18. Januar mit einer Pressekonferenz und dann schauen wir weiter auf die nächsten Tage. Fed ist also überhaupt wieder wichtig am Mittwoch. Die Chefin spricht dann um 21 Uhr auch nochmal, okay. Und dann kommt für die australischen Trader, für die Austral-Dollar, New Zealand-Dollar-Trader, Austral-Dollar, US-Dollar-Trader auch wieder was Interessantes. Und dann kommt natürlich auch hier wiederum am 19. dann unsere wunderbare EZB dazu, die hier auch nochmal diese Woche etwas interessanter gestaltet. Das heißt, der Fokus auf die Woche wird am Mittwoch und am Donnerstag sein. Da wird wahrscheinlich die Volatilität hier in den Markt reinkommen. Deswegen Montag, Dienstag etwas ruhiger. So schätze ich das zumindest. Und dann geht das munter so weiter. Also 19. da kommt dann noch einiges dazu hier in den USA und dementsprechend dann auch am 20. nochmal einige Action da. Schaut euch das am besten jeden Früh dann auch nochmal kurz an, bevor ihr anfangt zu traden, um dementsprechend dann genau zu wissen, wann denn hier eventuell ein höherer Impact auf eure Basiswerte stattfinden. Wenn ihr sowieso wisst, ihr tradet nur im kanadischen Dollar, dann könnt ihr den natürlich auch hier gezielt auswählen, alles andere rausnehmen. Und von daher finde ich eben diesen Wirtschaftsdatenkalender ganz interessant. Und ja, schaut euch das einfach mal an. Vielleicht hilft euch das. Ich schicke euch den Link kurz durch den Chat durch. Könnt ihr dann einfach mal reingucken und euch das, wie gesagt, zur Routine machen, hier immer mal reinzugucken. Wichtig, diese Woche Fokus auf die Mitte der Woche mit den Zentralbankentscheidungen beziehungsweise der Federal Reserve und der EZB. Ja, dann beginnen wir mit unserer Arbeit. Das bedeutet hier der erste Blick auf die Forex Pairs, erst zunächst mal die Major-Währungen, also alles das mit dem US-Dollar im Vor- und Nachnamen und im zweiten Schritt dann die Miner-Pairs. Das geht relativ schnell. Dann schauen wir uns die Aktienmärkte an und dann natürlich auch noch hier Edelmetalle, Rohöl, den Bund-Future und vielleicht auch noch einen kurzen Blick auf die T-Bonds und auf die T-Notes, also die US-Interests, die Rentenmärkte in den USA. Wenn Fragen sind, wie gesagt, dann bitte einfach einstellen. Ansonsten starte ich mal mit dem Euro gegen den US-Dollar. Das bedeutet, wir wollen einen langfristigen Chart uns anschauen und wir sehen hier, ich wechsle mal kurz den Broker, also überhaupt nicht schlimm. Wir sehen hier also im Grunde genommen wieder die vier gleitenden Durchschnitte der EMA 200, der EMA 100, die EMA 50 und EMA 20. Und wir sehen im Euro-US-Dollar langfristig im Chartbild sehr schön, dass wir einen wunderbaren Abwärtstrend haben. Wir sind also hier unter den gleitenden Durchschnitten, die fächern auch nach unten auf. Das heißt, wir sind in der Progressionsphase eines Abwärtstrends, sind auch hier langfristig aus einer Seitwärtsschiebeformation ausgebrochen. Und dementsprechend erwarte ich eben im Euro-US-Dollar auch wieder etwas mehr Bewegung als im letzten Jahr. Und wir schauen uns nochmal ganz kurz den Monatschart an. Das ist auch ganz interessant. Den Langfristchart. Wir sind einfach dann hier irgendwann auch mal aus dieser blöden Seitwärtsphase ausgebrochen und von daher wäre es aus meiner Sicht denkbar, dass der Markt jetzt wieder etwas unruhiger wird, mehr Action im Markt ist und wenn wir uns den Tageschart anschauen, sehen wir hier, beziehungsweise jetzt haben wir einen Monatschart, jetzt machen wir auch noch den Wochenchart, dass wir hier einfach nochmal drin bleiben. Wir sehen diese starke Widerstandszone, die hat uns letztes Jahr ständig und vorletztes Jahr ständig beschäftigt und
Dementsprechend glaube ich gar nicht, dass der Markt jetzt hier nochmal nachhaltig diesen Kontakt suchen wird. Gehen wir runter in den Tagesschart, da sehen wir sehr schön auch nochmal diesen Trend. Das heißt, wir sind unter dem EMA 200 auch im Tagesschart. Wir sind auch hier in der Phase, dass wir einen schönen markttechnischen Trend haben, gefolgt, beziehungsweise zunächst mal die Trendbewegung, die Progression, dann die Korrektur und das dann gefolgt von der Wiederholung. Jetzt im Moment aus Sicht des EMA 20, aus Sicht des EMA 50, der Preis in die Korrektur übergegangen. Das heißt, wir können jetzt innerhalb dieses Trends, der ja intakt ist, antizyklisch einsteigen. Und das ist in der Regel am 50er, am 61er Fibo. Und ihr seht gerade, da sind wir jetzt gerade dort. Das heißt, im Euro-US-Dollar könnte man jetzt zum Marktpreis aus meiner Sicht antizyklisch hier einsteigen. Wir haben gesehen, der Wochenchart ist abwärts gerichtet, der Tageschart ist abwärts gerichtet, der Stundenchart ist natürlich noch aufwärts gerichtet. Wenn wir uns jetzt den H1-Chart anschauen, der ist im Moment nur aufwärts gerichtet. Aber wir sehen auch hier schon, und ich hoffe, dass es sozusagen dann auch zu einem Aktivierung bzw. einem Trendbruch kommt. Wir sehen jetzt hier vom Freitag schon eine, ja, vorsichtige Abwärtstrendbewegung. Ich hoffe von daher, dass wir hier im Stundenchart zugunsten des Wochen- und des Tagescharts jetzt die Richtung wechseln werden und nach unten durchgehen werden. Was man machen kann, ist hier eine Sell-Stop-Order unter das letzte Tief im Stundenchart legen und dann das Ganze sozusagen erst handeln, wenn er wirklich weiter runter geht. Ich habe das ehrlich gesagt schon gemacht. Ich wurde hier auch schon eingestoppt, wie ihr seht, mit zwei Positionen und habe den Stop-Loss hier über diesen letzten Verlauf so liegen. Ihr seht, das sind pro Trade um die 7,70 Risiko. Es ist also total entspannt und ich würde auch hier weitere Positionen noch aufbauen in diese Richtung, wenn es denn hier losgeht. Der Euro-US-Dollar also aus meiner Sicht antizyklisch ein Short Trade. Schauen wir noch auf die Saisonalität. Wie sieht es da aus? Und dann müssen wir kurz mal auf die Seite equityclock.com gehen, den Euro eingeben und dann mal kurz gucken. Der Januar optimal geht es abwärts. Februar passiert auch nicht viel. Das heißt, wir haben jetzt erstmal noch ein paar schwache Wochen, zumindest aus Sicht der Saisonalität vor uns. Und dementsprechend ist also der Euro-US-Dollar ein wunderbarer Short Trade. Aber auch hier bitte ein bisschen drauf aufpassen. Ihr habt jetzt eine Position, die möchte ich erhalten, bis es wirklich hier zum nächsten Kursrutsch kommt. Also die soll tatsächlich hier weiter nach unten laufen. Die soll theoretisch sogar bis hier runter laufen. Gut, müssen wir mal sehen, wie man die Position managen. Dieser Take Profit kommt sogar aus dem Wochenchart. Das heißt, hier wäre es jetzt sehr nachteilig, wenn die Swap-Kosten, diese Position ist vom 10.11., bedeutet 1, 2, 3 Tage alt bis jetzt, sind schon 24 Cent Swap-Kosten. Das sollte nicht unbedingt jetzt horrend viel sein. Das frisst zwar nicht viel vom Gewinn auf, wenn es bis hier runterläuft, sind es um die 116 US-Dollar, das ist klar, da fallen diese 1, 2 Dollar Swap nicht auf, aber es sollte nicht viel, viel mehr sein, um euch eben hier langfristig nicht eine, ja, noch schlechtere Position zu geben, als man ja eh schon hat mit den Spreads und so weiter und so fort. Und von daher achtet so ein bisschen auf diese Swaps, dass sie eben beidseitig offen sind, also sowohl positiv als auch negativ vergütet werden. Das ist schon mal eine gute Klassifizierung für einen ordentlichen Broker und dementsprechend eben hier auch nicht unbedingt euch das Trading komplett kaputt machen. Ansonsten, was ich halt immer empfehlen kann, ist, dass ihr einfach mal auch ein Demokonto aufmacht und mal zwei Positionen gegeneinander tradet sozusagen. Dass ihr also von mir aus zwei gute Broker euch raussucht und dann hier eben sagt, ich handle jetzt bei dem Trader, am Demokonto und dem Broker mal eine Long-Position, hier genau dieselbe. Und dann guckt ihr einfach mal nach ein paar Tagen, habt ihr vielleicht zu hohen Spread bezahlt, habt ihr zu viel Swap-Kosten und das Ganze dann einfach wirklich mal zu vergleichen miteinander. Das macht Sinn. Ja, Euro-US-Dollar. Also Stundenchart aufwärts, Saisonalität Short, Wochen- und Tageschart auch Short und dementsprechend natürlich ein guter Short-Trade, aber antizyklisch das Ganze noch nicht jetzt sofort reinspringen, sondern entweder wenn der Stundenchart nach unten wegkippt oder eben hier den Stop-Loss etwas weiter wegziehen. Wenn man auf den Tageschart reingehen möchte, auf Basis des Tagescharts, dann muss der Stop-Loss übrigens jetzt hier über dieses Hoch drüber gehen. Das heißt, hier über diese Spitze muss er drüber und dementsprechend also hier ein etwas höheres Risiko natürlich. Deswegen, wer Zeit hat unter der Woche, schaut ihr euch den Stundenchart an, lasst euch hier unten unter diesem Tief eventuell einstoppen, auf der Short-Seite Stop-Loss drüberlegen und dementsprechend das Risiko relativ klein halten und hier hoffen, dass eben der Trade wieder in Richtung der übergeordneten Großwetterlage funktioniert. US-Dollar, Japanisch-Yen ist der nächste, den wir uns anschauen wollen. Dazu werden wir hier mal mit dem Wochenchart beginnen. Der ist zunächst mal long. Das bedeutet, wir sind über den gleitenden Durchschnitten. Wir sind
weit nach oben gegangen. Jetzt korrigiert sich das Ganze gerade im Tageschart. Aber auch hier immer noch das Ganze schön auf der Kaufseite interessant. Wir sehen aber, dass gerade eben die Korrektur läuft und innerhalb dieser Korrektur ist der Stundenchart abwärts gerichtet. Also auch hier die Situation, dass wir eben die zwei großen wichtigen Zeiteinheiten entgegen des kurzfristigen Trends haben. Die Saisonalität ist relativ neutral und das bedeutet, dass wir hier im Moment entweder auch warten müssen, bis der Stundenchart nach oben wegdreht oder eben hier schon über diese Hochs eben Buy Stop Orders reinlegt und hier das Ganze eben nicht zu verpassen, wenn man denn berufstätig ist. Aus Sicht der Swap-Kosten wäre es relativ uninteressant zu traden. Auf der Long-Seite bei Active Trades etwas interessanter. Da bekommt man etwas mehr dafür. Von daher, wenn der Stundenchart nach oben hin kippt, sozusagen, würde ich hier sogar den US-Dollar-Japan-Chain auf der Long-Seite anpacken wollen. Britisch Pfund, US-Dollar, schauen wir uns auch hier die Situation kurz an. Zunächst im Wochenchart. Wunderbar abwärts gerichtet. Ihr seht sehr schön, meine Position ist schon aktiv. Mein Stop-Loss ist auch hier über diesem letzten Hoch gelegen. Sind um die 65 US-Dollar Risiko in diesem Trade. Wochenchart abwärts gerichtet, Tageschart abwärts gerichtet. Wir sehen eine wunderbare Schulter-Kopf-Schulter-Formation und wir sehen das Ganze hier auch im Stundenchart schon. Hier nochmal eigentlich dasselbe ausgebildet, also auch eine SKS-Formation hier. Die muss nur noch aktiviert werden. Das heißt, im British Pfund US-Dollar würde ich jetzt, wenn ich noch gar nicht investiert wäre, hier eine Sell-Stop-Order unter das Tief legen, sobald der Markt offen ist, entweder heute Abend oder morgen natürlich, und den Stop-Loss ganz knapp hier drüber legen. Das heißt, man kann jetzt im Grunde genommen dann den Stop-Loss auch hier relativ eng packen, über das letzte Hoch im Stundenchart und dann hier eine Aktivierung dieser Schulter-Kopf-Schulter-Formation sozusagen nach unten wegtraden. Pfund US-Dollar habe ich schon eine Position drin, von daher für mich uninteressant. Auch hier, wie gesagt, gut und günstig zu kriegen die Position. Die Saisonalität spricht dasselbe. Schauen wir auch hier noch mal kurz auf das aktuelle Chartbild. Einfach dann hier oben in die Suche Great British Pound eingeben und dann landet man dann auch schon auf dem richtigen Chart. Wir sehen hier British Pfund gegen US-Dollar im Januar ungefähr 1% im Schnitt runtergegangen und im Februar dasselbe und im März sogar noch mal bis zumindest bis ins erste Drittel rein. Das heißt, die Saisonalität geht hier voll und ganz mit diesem Trade mit. Der Short Trade kostet uns auch im Grunde genommen hier erstmal nicht so viel, beziehungsweise ja, nicht erwähnenswert viel und dementsprechend wäre das sogar bei Active Trades hier mit etwas Geld vergütet und dementsprechend durchaus interessant. Austral-Dollar gegen US-Dollar, der nächste Basiswert, den wir uns anschauen wollen, Wochenchart ist abwärts gerichtet. Ihr seht das hier sehr, sehr schön unter dem EMA, unter der 100-Tage-Linie. Da hat er gekämpft zuletzt. Der Tageschart ist zunächst mal neutral, der ist an EMA 200. Das heißt, dieser Trade darf uns im Grunde genommen gar nicht weiter interessieren im Moment. Das macht erst Sinn, wenn wir hier wieder eine Trendfortsetzung haben unter diesem Tief beispielsweise. Oder wenn man den Wochenchart rot hat, den Tageschart neutral hat und der Stundenchart jetzt auch noch rot werden würde, dann könnte man hier eventuell reinshorten. Was spricht dagegen? Die Swap-Kosten, die würden uns in dem Fall hier bei Active Trades relativ viel, bei Fibo etwas weniger, ungefähr die Hälfte, berechnet und dementsprechend also spricht nicht unbedingt was dafür, dass man da jetzt aktiv werden müsste in diesem Trade. US-Dollar gegen kanadischen Dollar. Wir haben gesagt, diese Woche sogar mit Zentralbankentscheidung, von daher schauen wir mal drauf, Wochenchart aufwärts gerichtet. Aber ich sehe jetzt schon im Wochenchart, dass eben hier ein sogenanntes Doppeltop wahrscheinlich das Chartbild im Tageschart versauen wird. Und da sehen wir es auch schon, schönes Doppeltop. Wir gehen unter die gleitenden Durchschnitte, das heißt, wir brechen wahrscheinlich jetzt im Tageschart hier ja, das Bild. Wochenchart grün, Tageschart dann gelb oder rot und von daher für uns vollkommen uninteressant. US-Dollar gegen den Schweizer Franken. Wie sieht es hier aus? Langfristiges Chartbild ist eher aufwärts gerichtet. Die gleitenden Durchschnitte sind aufgefächert. Wir sind hier an einen Widerstand rangelaufen. Den kann man sehr, sehr schön hier einzeichnen. Hier einmal rangelaufen. Jetzt hier oftmals wochenweise hängen geblieben. Tageschart, das Ganze nochmal schöner zu sehen. Also hier eigentlich ganz bullisch das Ganze. Im Tageschart auch interessant. Aber was ich mit hoher Wahrscheinlichkeit erwarten würde, ist ein Rücksetzer, weil wir sind gerade so ein bisschen in Korrektur gegangen, hier an diese alten Ausbruchslevels. Ihr seht, der bewegt sich eigentlich nicht so viel und ich gehe davon aus, dass wir hier
an diese Unterstützung ranlaufen werden, um dann hier sozusagen zuzuschlagen. Und dann kann man das Ganze auch wieder relativ entspannt traden. Und da wechsle ich mal ganz kurz den Broker, weil ich die Skripte dafür brauche. Ich habe sie einfach noch nicht installiert bei allen Brokern. Das macht den Unterschied US-Dollar gegen Schweizer Franken im Tageschart, also die Long-Position aus meiner Sicht interessant. Man würde dann also hier den Stop-Loss irgendwo hier drunter setzen, unter diese Verlaufstiefs, den Einstieg, wie gesagt, mit der grünen Linie hier drauf setzen, über diese dreifache Horizontalunterstützung. Da müssen wir mal gucken, was uns so ein Trade kostet. 38 Euro Risiko könnte man also locker machen. Das heißt, ein Buy-Stop auf diesen Kurs hier legen bei 0,9945 mit einem Stop-Loss unter diesem Tief im Tageschart macht aus meiner Sicht Sinn und würde dann dementsprechend hier ganz gut reinspielen in das Ganze. Stundenchart, okay, müssen wir noch mal kurz gucken, wie sieht der aus? Ja, der ist eben noch abwärts gerichtet, das heißt eventuell das Ganze noch ein bisschen runterlaufen lassen, hat man ja gerade schon gesagt. Und die Saisonalität ist auch positiv. Und für einen Long Trade kommen wir noch Geld bzw. zahlen erstmal fast nichts dafür. Und das ist das Gute. Das heißt, hier könnte man im US-Dollar, Schweizer Franken, wie gesagt, eine Kaufposition einfügen. Ich werde es auch machen, aber ein Problem ist, der Markt ist gerade zu. Das heißt, wir können sie jetzt gerade noch nicht platzieren. Das müssen wir morgen machen oder heute Nacht. Und dementsprechend dann einfach diesen Währungstrade sozusagen auch noch in die richtige Richtung, nämlich nach oben durchtraden. So, das waren im Grunde genommen die Major-Währungen. Schauen wir mal kurz auf die Miners, Euro-JPY. Auch hier kurz der Blick, Wochenchart, abwärts gerichtet. Ihr seht schon, wir sind an den gleitenden Durchschnitten dran. Das heißt, Tageschart ist aufwärts gerichtet. Das macht keinen Sinn, das macht keinen Spaß. Das wird wahrscheinlich kein guter Trade werden. Und dementsprechend fliegt er raus. Euro-British-Pfund haben wir im Grunde genommen fast schon angeschaut, weil wir haben ja British Pfund gegen US-Dollar schon angeschaut. Jetzt geht es andersrum. Jetzt haben wir den Euro gegen das britische Pfund. Das wäre natürlich ein guter Long Trade. Ich empfehle euch aber, wenn ihr schon im British Pfund US-Dollar drin seid, muss man nicht unbedingt Euro-British Pfund auch noch traden. Schauen wir es uns kurz an. Wochenchart ist aufwärts gerichtet. Übrigens, wenn der hier mal drunter geht unter diese wichtigen Unterstützungsniveaus hier, dann wird das eine sehr, sehr große SKS-Formation, die sich aktiviert, dann wird es wahrscheinlich deutlich nach unten gehen. Schon mal als Vorwarnung, ihr seht das auch im Tageschart. Also hier könnte man dann eventuell sogar mal einen Short Trade machen. Im Moment ist es so, dass die Trends aber alle ordentlich long sind und dementsprechend einfach der Trade für mich jetzt wegfällt, weil ich fast denselben schon habe und kein Cluster bilden möchte. Von daher British Pfund US-Dollar long auf jeden Fall eine Möglichkeit hier zu traden. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Long kriegt man bei Active Trades relativ viel negativen Swap. Da würde ich dann sozusagen wieder hier schauen, dass man eben so einen moderaten Swap Broker bekommt. Das macht dann auf jeden Fall mehr Sinn. Euro Schweizer Franken, hier der nächste Miner, Euro CHF, Wochenchart abwärts gerichtet. Okay, Tageschart auch abwärts gerichtet. Ganz interessant. Stundenchart sagt, oh, hier ist nicht viel los. Okay, könnte man also traden, muss man nicht unbedingt traden, weil wir gerade gesagt haben, wir machen lieber den US-Dollar, Schweizer Franken. Und hier ist es auch so, dass man eben für diesen Short-Trade jede Nacht was bezahlen müsste und dann macht das einfach gar nicht so viel Sinn. Wir sehen, der bewegt sich kaum. New Zealand Dollar gegen US-Dollar. Wie sieht es hier aus? Die Situation im New Zealand Dollar gegen US-Dollar, Wochenchart abwärts gerichtet. Wir sehen schön am EMA kleben geblieben, SKS-Formation wurde aktiviert. Das heißt, es wäre hier vielleicht ein schöner langfristiger Short Trade. Im Tageschart sieht das leider anders aus und hier würde es sich anbieten, hier eine Sell-Stop-Order drunter zu legen. Also das Tief bei 0,686, hier eine Sell-Stop-Order drunter zu legen, den Stop-Loss dann über das nächste hoch. Zunächst mal, wenn sich jetzt hier eins ausbildet, wäre es natürlich umso besser. Und dann das Ganze nach unten durchtraden. Könnte man also machen, New Zealand-Dollar, US-Dollar. Wie sieht es jetzt hier swap-technisch aus? Wir wollen ja einen Short-Trade, wenn dann platzieren. Okay, da zahlen wir bei beiden Brokern. Von daher, ja, lassen wir das jetzt sich mal entwickeln hier im Tageschart. Schauen wir mal, wie er sich jetzt hier verhält an den EMAs und halten das mal so ein bisschen auf Blick. Im Stundenchart auch schöner Aufwärtstrend. Das heißt, hier müsste sowieso erst der Trendwechsel passieren, bevor wir interessiert sind. Und dann, wenn man eben negative Swap-Konditionen hat, dann eher nur im Stundenchart traden und vielleicht nur ein, zwei Tage halten das Ganze oder Intraday traden und dann wieder sein lassen hier.
Euro, schwedische Krone, uninteressant aufgrund der Divergenzen. Euro-Austral-Dollar ist eher nochmal interessant, weil wir einfach hier eine schöne Situation haben. Wir sind im Wochenchart abwärts, wir haben einen markttechnischen Abwärtstrend, wir haben die gleitenden Durchschnitte unterschritten und dann geht das im Stundenchart natürlich munter weiter. Immer schön an den EMAs kleben geblieben, hängen geblieben und das Ganze im Stundenchart auch schon mit schönem Auffächern. Das heißt, es ist eigentlich der einzige Markt, der so richtig interessant ist im Moment. Ich habe die hier oben geschortet an der roten bzw. grünen Linie, als dieses Doppeltop hier an der EMA 200 Linie aufkam. Und ihr seht, ich habe drei Positionen geschortet. Man bekommt auch ein bisschen was dafür über Nacht, von daher macht das alles insofern Sinn. Wer das noch mittraden möchte, der kann das natürlich tun. Entweder im Stundenchart wieder unter das letzte Tief legen, Sell-Stop und dann den Stop-Loss hier über das Hoch und dann im Stundenchart traden. Oder wer sagt, ich handle das im Tageschart, der kann natürlich sagen, ich warte, bis die Unterstützung hier vielleicht noch gebrochen wird oder einfach, sage ich mal auf Deutsch, blind reingehen, den Stop-Loss über die 200-Tage-Linie legen und dann eben hier auch versuchen, mit eben auch diesen positiven Swap-Gebühren den Trade gegen Süden weiter zu traden. Also Euro-Austral-Dollar im Moment eines der heißesten Pärchen für die nächsten Tage und dementsprechend aus meiner Sicht auch ganz gut im Stundenchart handelbar. Wir sehen das ja. Moment, schönes Hoch ausgebildet, schönes Tief ausgebildet. Schauen wir mal, wo er dann eben hingeht. Wenn er weiter runter und das Tief geht, würde ich einfach wieder einen Sell-Stop drunter legen, Stop-Loss hier drüber und dann ja, Trendfortsetzung eben drauf hoffen. Austral-Dollar, New Zealand-Dollar sehen wir schon hier im Chartbild. Können auch noch mal kurz drauf schauen. Wie sieht es aus? Wochenchart abwärts gerichtet. Okay, Tageschart. Ja, vollkommen neutral, mitten in den Durchschnitten von links nach rechts. Also keine Action hier, keine Bewegung hier. Das muss nicht unbedingt jetzt für uns die beste Möglichkeit sein, hier Geld zu verdienen. Von daher, ja, war es das eigentlich schon mit den Forex-Pairs aus meiner Sicht. Schaut mal, ob ihr vielleicht noch eins findet, was interessant wird für die nächsten Tage. Ansonsten gehen wir rüber auf die Sicht im deutschen Aktienindex. Dazu zunächst mal der Blick auf den Kursindex im Wochenchart langfristig ohne Dividenden. Ihr wisst das alle. Wir sehen also hier einfach eingezeichnet meinen Jahresausblick noch. Wir sind super bullisch unterwegs. Wir haben einen schönen Aufwärtstrend. Wir sind über den gleitenden Durchschnitten. Wir sind aber an einer horizontalen Widerstandszone und wir haben einen schwachen Januar und einen schwachen Februar voraus. Von daher zwar vollkommen grünes Licht für Käufe, aber aus meiner Sicht eben die Wahrscheinlichkeit jetzt, dass wir tageweise, wochenweise etwas uns erholen. Schauen wir uns den Tagesstart dazu an im DAX. Wir sehen, dass wir weit, weit gelaufen sind und wir sehen auch, dass wenn ich mal diese Spanne hier nach oben projiziere, also diese Seitwärtsspanne vom Tief zum Hoch jetzt mal um sich selber am 200% nach oben projiziere, dass wir eben hier das Kursziel auch schon erreicht haben und von daher wäre eben jetzt eine Korrektur durchaus denkbar. In Korrekturen nutzt man in der Regel Fibonacci. Ich würde Fibonacci vom Hoch zum Tief ziehen, hier aus dem jüngsten Fraktal und dann haben wir einfach hier den nächsten Support-Level für den DAX 11.112 und dann später 10.933, 10.754. Hier also ein starkes Cluster dann auch aus Marktprofil, aus gleitenden Durchschnitten und aus horizontalen Unterstützungszone. Von daher kann der DAX gut und gerne jetzt hier erstmal fallen in den nächsten Tagen. Traden würde ich es natürlich nicht entgegen hier der Laufrichtung. Schauen wir auch den Stundenchart noch an. Wie sieht es aus? Könnte man, ich weiß, ihr tradet gerne den DAX, natürlich machen im Stundenchart einen Sell-Stop unter das Tief legen, den Stop-Loss hier über das letzte Hoch und dann natürlich nach unten traden. Das würde aus meiner Sicht vielleicht sogar Sinn machen, aber es entspricht eigentlich nicht unserem Regelwerk. Ich muss mal kurz den DAX raussuchen. Wir schauen mal, was sonst so ein Trade hier kosten würde. Ganz kurz gucken, wo er sich hier versteckt hat, in welchem Ordner. Das ist ja hier Germany 30 März. Stundenchart. Wäre eben hier interessant, Ausbruch aus dieser Seitwärtsspanne zu handeln. Das heißt, wir würden also hier mit einem Stop-Loss über dem Hoch arbeiten müssen. Aus meiner Sicht geht es nicht anders. Und mit einem Sell-Stop unter dem Tief arbeiten müssen. Und dann muss man halt schauen, was kostet das? Ja, sind 50 Euro Risiko schon die kleine Strecke im Stundenchart. Von daher viel mit Teilverkäufen und so weiter wird da wohl nicht sein. Es sei denn, ihr habt ein Riesenkonto. Machbar ist der Trade aber. Das heißt hier dann eben das Ziel an diesen Fibonacci-Retracements, die ich euch gerade in den
Markt geworfen habe. Das heißt, der Fake Profit wäre dann aber auch natürlich erst, wenn er hier einsteigt, eigentlich erst so richtig hier unten an dieser Unterstützungszone. Das heißt, man würde natürlich auch einen Haufen Geld mit dem Trade verdienen. Es wären dann 180 Euro Gewinn, ungefähr bei 50 Euro Risiko ist das durchaus vertretbar. Wenn man natürlich jetzt sagt, Saisonalität im Januar, Februar ist auch noch schwach. Okay, aber mir wird es halt ein bisschen Bauchschmerz bereiten, sich gegen einen solchen starken Impuls hier dagegen zu stellen. Wer aber sagt, okay, mit den 50 Euro Risiko komme ich gut aus, kann ich gut leben, dann ja, finde ich den Trade gar nicht so abwegig. Schauen wir kurz noch auf den Dow Jones, der ja aus meiner Sicht auch noch interessant ist, und ich habe euch dazu auch einen kurzen Artikel eingestellt, weil ich so eine interessante Saisonalität dazu gefunden habe. Es gibt nämlich eine Saisonalität, die sich auf Nachwahljahre bezieht. Das bedeutet, in diesem Seasonal Chart sind die Kurse seit 1900 drin und immer nur dann genommen worden, wenn der Präsident gewechselt hat und dann im Jahr danach sozusagen. Also Nachwahljahre mit einem Wechsel des Präsidenten seit 1900. Und da sehen wir für den Dow Jones eigentlich auch im Januar, Februar eine sehr, sehr viel Schwäche. Und da könnte es eben fast nochmal runtergehen bis auf diese alten Allzeithochs. Und dann aber dafür im März, April, Mai hier eine richtige Rallye auf neue Allzeithochs. Und dann, ja, so eine Jahresendrallye gab es auch in solchen Phasen, in solchen Jahren. Von daher aus meiner Sicht interessant. Ich traue mich aber auch nicht hier im Dow Jones auf der Short-Seite gegen den starken Trend zu arbeiten. Das traue ich mich einfach nicht. Wenn ihr das natürlich machen wollt, ja, dann wisst ihr über die Risiken natürlich auch Bescheid. Schauen wir weiter auf die Gold-Seite. Wie sieht es da aus? Auch hier hatte ich so ein paar kleine Trades gemacht. Am Freitag waren, glaube ich, ja, vier Stück an der Zahl. Einer ist noch offen davon. Ja, Wochenchart. Schauen wir es uns an. Zunächst mal der Blick auf den Wochenchart. Wir sind unter die gleitenden Durchschnitte gepurzelt. Wir sind hier in einer Schulterkopf-Schulterformation, die aktiv ist, die aktiviert wurde. Das heißt, der Wochenchart ist zunächst mal hier abwärts gerichtet. Wie sieht es im Tageschart aus? Wir sind im Tageschart unter der 200-Tage-Linie, haben einen schönen Trend entwickelt. Die anderen EMAs, die gehen nach oben. Das heißt, wir sind in der Abwärtsphase, aber in der Korrektur drin. Das heißt, man kann wieder antizyklisch Short reingehen. Und was kann da Sinn machen? Natürlich könnte da wieder Sinn machen, hier einen guten Widerstand zu finden, an dem man eben diese Short-Position aktiviert. Und ich habe es hier mal eingezeichnet. Wir sind also hier in der Korrektur drin. Und bei 12.05, wir haben die kurz mal berührt am Donnerstag, ist eben hier eine Horizontalwiderstandszone mit diesem Verlaufstief ausgeprägt. Das heißt, es könnte sein, dass es jetzt entweder direkt abwärts geht, das wäre natürlich cool, oder wir laufen nochmal ins Marktprofil rein, also in diese Effizienzklumpen. Aber auch dann wäre dann hier oben wieder Ruhe mit einer nächsten starken 1, 2, 3, 4 bestätigten Widerstandszone, das heißt 1302, letztes Bollwerk der Verkäuferseite, dann könnte man also einen Stop-Loss hier über dieses letzte Hoch drüber werfen. Problem ist jetzt, wenn ich das im Tageschart handeln möchte, so wie ich es gerade beschrieben habe, wird man wahrscheinlich ein kleines Problem haben mit dem Kapital. Jetzt schauen wir uns das mal kurz an. Stop-Loss wäre dann also hier über dem Hoch. Der Einstieg wäre da jetzt ungefähr, wo der Kurs bei 12.05 war. Und dann kostet der Trade, wenn er in die Binsen geht, 128 Euro für nur ein Mikrolot. Das heißt, aus meiner Sicht viel zu viel Strecke. Jetzt weiß ich aber schon, dass es wahrscheinlich hier zumindest tageweise an der 12.05 auf den Deckel gibt. Das heißt natürlich, ich gehe jetzt tiefer, ich gehe jetzt in den Stundenchart rein und schaue mir den Stundenchart an. Wenn ich jetzt weiß, hier oben bei 12.05 könnte es Probleme geben, dann kann ich habe hier schon mal eine Short-Position aufgemacht. Das war sogar aus dem 5-Minuten-Chart raus, glaube ich. Weiß gar nicht mehr. Ja, genau, ich habe mich hier unter diese Tiefs gelegt und dann eben hier diese sich verengenden Formationen. Man sieht, ich hatte das eingezeichnet, dann hier den Short aufgemacht. Das bedeutet, ich schaue mir einfach den Stundenchart, den 5-Minuten-Chart an, ob es hier eventuell Bewegung gibt. Und im Stundenchart sehe ich hier zumindest schon so einen kleinen möglichen Abwärtstrend. Das heißt, hier eben die Chancen immer wieder Short-Positionen zu eröffnen mit ganz, ganz kleinem Risiko. Das heißt, ihr seht jetzt schon, ich habe hier immer den Stop-Loss jetzt schon
gesaved. Das heißt, ich bin bei 12.024 rein, das ist die grüne Linie. Der Stop-Loss liegt schon drunter. Das heißt, ich ziehe immer sofort und schnell nach. Und ihr seht das bei diesen vier Trades auch. Das heißt, der wurde immer mit 10 Cent Gewinn ausgestoppt oder mal mit 13 Dollar Gewinn ausgestoppt. Das sind einfach Trades, die ganz, ganz zackig kommen müssen, weil der Trend im Stundenchart ist ja noch aufwärts gerichtet. Das bedeutet, ich handle eigentlich gegen den Trend im Stundenchart. Und das ist die Divergenz hier. Wochenchart abwärts, roter Bär. Tageschart, roter Bär. Stundenchart ist noch long. Und das ist natürlich das Problem. Wenn ich weiß, ich bin eben noch nicht so weit, dass es jetzt dynamisch runtergehen sollte, muss ich mich ganz schnell immer zügig wieder absichern. Schau mal auf die Saisonalitäten im Gold. Wie sieht es da aus? Gold muss man manchmal ein bisschen suchen. Das ist dann dieser Kontrakt hier, das COMEX-Kontrakt, der Future. Januar eigentlich positiv. Das heißt, in der Regel geht es 2% hoch im Goldpreis. Das heißt, hier weiß ich, die Umgebung ist nicht optimal und dementsprechend muss ich entweder gar nicht traden oder eben hier immer mich relativ eng absichern. Schauen wir auf den Ölpreis. WTI, wie sieht es da aus? Mal zunächst auch wieder auf den Wochenchart, langfristiges Bild. Wir sind im WTI hier wieder an einer Widerstandszone dran. Ihr seht das hier relativ schön. Und dementsprechend ist es so, dass wir eben hier noch nicht genau wissen, aus meiner Sicht, was jetzt passiert. Kann sein, dass er sich jetzt wieder hier runter zur Trendlinie begibt. Kann aber sein, dass er mal versucht, drüber zu gehen in Richtung EMA 200. Der Widerstand ist sehr, sehr stark. Okay. Aber er klebt halt im Moment dran. Das heißt, aus meiner Sicht muss man da nicht unbedingt aktiv werden, muss man da nicht unbedingt traden. Schauen wir mal, hier oben liegt der Widerstand, wie er sich jetzt entwickelt. Man könnte im Öl jetzt natürlich sagen, der Wochenchart ist abwärts. Der Tageschart ist so, dass er im Moment gelb ist, aber er würde ja rot werden, wenn wir unter dieses Tief hier gehen, bei 50,70. Also in der Sell-Stop-Order reinlegen, Stop-Loss über das letzte Hoch, relativ geringes Risiko und dann das Ganze nach unten durchtraden. Das könnte man also natürlich machen. Saisonalität im Öl ist dennoch auch gut. Von daher ja nicht unbedingt favorisieren diesen Trade. Schauen wir noch abschließend auf den Bund Future und zwar auch hier wieder den Blick auf den langfristigen Wochenchart. Aufwärtstrend ist natürlich langfristig noch gegeben. Wir sehen aber schon hier die Korrekturphase in der letzten Zeit. Tageschart ist am EMA, ist hier markttechnisch in einem Abwärtstrend. Dann kam die Trendwende mit einem doppelten Tief. Ja, ich würde sagen, vollkommen neutral. Lasst uns mal abwarten, ob der jetzt hier droben drüber möchte oder vielleicht unter das letzte Tief geht. Auf beide Seiten natürlich handelbar, mit einem Buy-Stop und mit einem Sell-Stop. Das heißt, man könnte den Ausbruch traden aus dieser Zone hier. Ich zeichne die mal kurz ein. Aus dieser Zone könnte man also den Ausbruch aus meiner Sicht traden auf beiden Seiten, weil er eben so schön unentschieden im Moment ist. Kann natürlich sein, dass es jetzt hier mit dem EZB-Termin dann aufgrund der Volatilität dann beide Seiten hier aktiviert an diesem Tag und ein Stop-Loss zieht zumindest eine. Von daher wartet vielleicht mal diesen Mittwoch noch ab, was mit dem Bund-Future weiterhin passieren könnte. Aber ich denke, wir haben ein paar interessante Trades gefunden für die Woche. Ihr habt gesehen, auf ein paar Trades warte ich noch im Stundenchart, werde ich im Blick haben und ich werde das natürlich auch wie immer, beziehungsweise nicht wie immer, aber wie hier eben schon angefangen, in diesem Account weiter handeln. Das heißt hier zunächst mal der Account selber. Das heißt, wenn ihr hier draufklickt, landet ihr direkt im Statement vom Konto. Das heißt, ihr könnt hier gucken, wie entwickelt sich das. Ihr könnt hier auch nachtraden. Das heißt, ihr könnt hier auf dieser Taste das Ganze mithandeln, also automatisch kopieren, aber ohne MetaTrader funktioniert das. Kontoauszug, okay. Und dann hier nochmal die Live-Orders. Das heißt, ihr könnt hier immer nochmal sehen, wo ist der Stop-Loss, wo ist der Take-Profit und so weiter. Und dann hier sogar in diesem Chartbild ganz cool gelöst. Schauen wir mal zum Beispiel auf den Euro-Austral-Dollar. Seht ihr dann sogar die Trades eingezeichnet hier. Also ihr seht sogar im Tageschart, im Stundenchart meine Trades eingezeichnet. Hier drei Sell-Stop-Orders aktiv und dementsprechend hier im Chartbild drin. Das heißt, man kann theoretisch sogar ein bisschen nachvollziehen, wo man hier eben rein und rauskommt. Ja, wenn euch das interessiert über die Woche, schaut gerne nochmal rein. Ansonsten habe ich bis jetzt keine Fragen im Chat entdeckt und auch hier von euch im Moment keine Basiswerte bekommen, die euch noch interessieren. Von daher bin ich eigentlich durch mit diesem kurzen Ausblick auf die Handelswoche. Möchte euch unbedingt noch einladen und das ist ganz, ganz wichtig, im
Eventsbereich. Am Dienstagabend machen wir ein Webinar mit einem Gast, mit einem sehr interessanten Gast, der sich intensiv mit Commitment of Traders Report beschäftigt. Das ist der Adrian Köhme. Der wird dann sozusagen referieren am Dienstagabend um 20:30 Uhr zum Thema Trading mithilfe der COT-Daten, beziehungsweise ja, einfach zeigen kurz, was sind die COT-Daten, wie funktionieren die und wie kann ich die nutzen. Die Homepage von Adrian seht ihr hier auch nochmal. Das heißt, könntet ihr im Grunde genommen auch schon mal vorbeischauen und euch darüber informieren. Aber dann natürlich eben die Möglichkeit, sich über dieses Thema zu informieren. Aufgezeichnet wird das Ganze natürlich auch. Christina, ich sage auch dir schon mal danke für dein Feedback und ja, wünsche euch jetzt einfach eine gute Handelswoche. Viel Spaß beim Tatort gucken, wer das tun sollte oder wer nochmal raus in den Schnee geht. Das ist natürlich auch ein wunderbarer Moment. Euch eine schöne Woche. Bis Dienstagabend, wenn ihr Lust habt oder wenn irgendwas sein sollte, dann bitte gerne per E-Mail melden. Ich freue mich immer, wenn was reinkommt und dementsprechend danke für eure Zeit hier am Sonntagabend. Bis demnächst.